Und damit willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. Ich habe mal ein bisschen für mich gespielt. Ich habe diese Shabak-Missionen gemacht. Da habe ich 6 Anläufe gebraucht, bis ich dann gewonnen habe. Es kommen dann noch andere. Es war natürlich wahnsinnig spannend. Da hinten war eine Fähigkeitsmission in dem Turm. War ein kleines Teil drin. Das habe ich mir geholt und jetzt kann ich Rauchbomben werfen. Und jetzt sind wir quasi bei der nächsten Story-Hauptmission. Die ist da hinten. Und zwar ist es... Ich habe schon wieder was bei Ausrüstung. Was haben wir denn hier jetzt? Oh. Ne, ich mag das da. Ich wollte eigentlich Journal gehen. Genau, das Wrack. Die Mission habe ich irgendwie komplett übersehen. Und zwar müssten wir da das NAV-Computer da finden. Und das ist jetzt die andere Mission mit dem Shabak. Da gibt es momentan keinen Missionsmarker. Das wird dann kommen, vermutlich, sobald wir das hier fertig haben. Ich bin schlau, ich wollte es eigentlich markieren. So, folgen. Dann gehen wir mal rein in die Basis. Ist nur die Frage, wo. Und ich höre da so einen Walker. Was ist. Und ist die AT-STs, die klein? Ja, da hinten. Ja, yeah, ich glaube, mit dem legen wir uns vielleicht nicht an. So, das sieht nach Hintereingang aus, da hinten. Da ist keiner. Ja, also, auch wenn ich das manchmal gern tue, aber der Dude ist mir doch ein bisschen zu heftig. Und die Imperialen... scheinen diesen Hintereingang mal überhaupt nicht zu beachten. Ja, wunderbar. Nö, mit euch nicht. Psst, schon leise, Kumpel. Ah, ich glaube, wir müssen darauf. Einmal nach oben. Ja, das schaut sehr gut aus. Hier weiter? Oh, diese Basis ist ein bisschen größer. Ich bin an der imperialen Anlage, Wacker. Gut, nicht vergessen. Ein Klasse 11 Energiekern. Er ist vermutlich in einem Ingenieurbereich, an einem sicheren Ort. Sogar in einem Büro oder einem kleinen Raum. Sehr gut. Shit, dem kann ich nichts machen. Ich glaube, es macht vielleicht Sinn. Das stimmt heute nicht. Ja, ihr kriegt heute Besuch. Präzisionsgewehr. Aber wenn ich hier schieße, werden die halt alle erstmal auf mich losgehen. Deswegen werde ich jetzt erstmal schlauerweise hier oben alles sauber machen. Wow. Langweiligste Sektor im System. Wobei, ich muss schnell sein. Der Dude da unten, der wird wieder raufgehen. Der wird dann sehen, dass der hier ausgenockt ist. Das heißt, wenn er jetzt nochmal zurückgeht, ausdocken und runtergehen und die anderen beiden recht schnell machen.
So. Alles klar, nicht mein Set. Okay. Hast du nochmal drauf reagiert? Hoffentlich holen wir uns für den Transport ein paar ordentliche Schiffe. Ich war in der ersten Angriffswelle. Idealerweise nicht. Komm, ich bin noch gar nicht da. Ja, Gott sei Dank sind ja nicht alle alarmiert. Ich würde das Teil gerne abschießen. Das war knapp, hä? Ja, doch, ich. Shit. Ah, ich muss den Dude. Als Verbrecher und Gesindel. Hol sie dir, Kumpel. Gut. Den Alarm ab, ja? Schießt endlich! Sehr gut. Na gut, Max. Hol sie dir. Gut. Und den Kollegen hier noch. Tob dich aus, Max. So, und wenn ich Zeit habe, mache ich das mit dem Ablenken. Für... Upgrades, da kann ich runter. Das sieht aus wie ein Maschinen. Aua. Zum Angriff, Nix. Nice. Haben wir hier noch mehr? Das ist ein Energiekern. Habe ich es jetzt echt schon gefunden? Nee. Ja, aber ich komme da nicht rein. Wie komme ich da rein? Hol das Bug da next. Ah, oder so, ja. Guter Junge. So, das andere? Also, ja, danke für das. Aber hol das andere. Das geht. Ah. Nee. Nee. Nimm das da. Wieso? Sag mal, ist das jetzt ein Bug oder was? Ach, Mann. Wieso kann ich diesen blöden Hebel hier nicht nutzen? Nix. Okay, so geht's. Wenn ich es gedrückt halte. Dankeschön. Klasse 11. Perfekt. Ausschalten? Ach so, die Tür. Okay, 113 Meter.
will jetzt mal schauen, was hier dahinter ist. Oh. Das sind Freunde. Nix. Fass. Ich will wissen, was da hinten drin ist. Mit dem schönen roten Ding da. Was war das? Das sollten wir uns... Was hast du hier zu suchen? Ja, komm her. Komm her. Wir müssen nachsehen, was das war. Ja, komm her. Angriff. Zum Angriff nix. Nice. Das ist nicht gut. Ja, komm her. Scheiße, den habe ich übersehen. Moment mal. Scheiße, jetzt kommen drei. Komm, komm, komm. Tob dich aus. Ich hab sie. Perfekt. Da, rein in die Lift. Wie es hat hier keine Goodies. Hol sie dir, Kumpel. Nice. Okay, wir haben maximalen Zugriff. Interessant. Was haben wir hier? Das ist ein Energiekörner Klasse 11, der mit standardmäßiger imperialer Ausrüstung inkompatibel ist. Aber für die veraltete Technik auf Toshada trotzdem nützlich sein könnte. Lager in dem Sicherheitsbüro, bis wir vollständig ausgeweitet haben. Tja, da ist er jetzt nicht mehr. So, was haben wir hier für Spaßsysteme? Credits übertragen. Oh ja. Ich glaube, da haben wir Sabak spielen. Ein paar Sachen verloren. Okay, die müssen an eine andere Position. Oh, mal 14. 0. 10. 23. 14 war es auch nicht. Dann vielleicht zuerst die 0. Na, letzte Glyphe löschen. 14. 10, 0. Okay. 10, 14. Geil, 640. Okay. Aber sonst irgendwelche. Oh, Kiste. Nice, 316. Hier noch was machen? Yes. Geschützt und deaktivieren, Kamera deaktivieren, Daten übertragen. Oh ja, das machen wir. So. Alles falsch. Okay, die 0 war schon mal richtig. Machen wir 18. 820. Hier ein 12. Nice. Okay, Daten übertragen. Kamera deaktivieren. Geschützstab deaktivieren. Perfekt. Das war's. Tschüss, Kowski.
kann ich denn da machen? Ah, Sicherheitstüren triegeln. Ach so. Haben wir hier, Leute? Na gut, Max. Hol sie. Nice. Was haben wir hier dahinter? Das ist einfach nur eins weiter oben. Okay. Okay, schauen wir mal ganz kurz ins Chol... Ah, nee. Aber hier das alte Schiffswrack. Das ist definitiv hier. Tresorransung, wichtige Daten. Die Konsole befindet sich im Speicherraum und muss gehackt werden. Die Kiste wird im Wachraum nahe der... Wo ist das alte Wrack? Hier haben wir Pause. Schau jetzt doch nochmal hier oben. Nee. Lagebericht. Ende. Ich meine, da hinten bei der Leiter könnte man eigentlich runtergehen, ne? Was könnte ich da machen? Ach, Turbolift rufen. Nehmen wir mal das ganze Ding hier auseinander. Oh shit, da ist noch so ein Walker. Aber ich glaube nicht, dass der besetzt ist. Da ist jemand. Was? Tob dich aus, Nix. So, möchtest du mal kurz herkommen? Ja, komm her. Wann ist unsere Essensbrühe? Nicht jetzt. Hol sie dir, komm. Fuck. Das hat ja gut funktioniert. Geil. Ah, Energiebarriere deaktivieren. Wobei, will ich das? Ich glaube, ich lasse mal an. Wir müssen die Todesfalle. Halten Sie die Position und mischen Sie sich nicht ein. Vermeiden Sie! Oh! Oh, wow, 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 wow. Sicher die Umgebung! Scheiße! Ich hab sie! Keinen Kopf! Nee, nicht seltsam. Das war nur inkompetent. Ach Mann, es ist so gut gelaufen. Wo bin ich jetzt? Ach, hier. Und ihr seid alle noch tot. So, jetzt will ich aber trotzdem noch da oben laufen, weil ich will die Credits haben. So, da war doch der Dude, der da hin und her geht. Warten wir mal auf das, dass er wieder kommt. Beziehungsweise wisst ihr was?
Ich mache hier mal einen kleinen Cut. Ich mache das, was ich vorher gemacht habe, mit da oben gerade nochmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. So, dale, da bin ich auch schon wieder. Der Marker war ein bisschen irreführend. Das war nichts mehr in der Basis. Wir waren da mit allem fertig. Dieses Schiffswrack ist außerhalb. Und zwar ist das... Einmal kurz raus hier. Da hinten. Ich habe jetzt mal Schnellreise nach da unten gemacht. Und die zwei Sachen habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Ich habe natürlich selbstverständlich wieder den Alarm ausgelöst. Aber ich konnte flüchten. So. Weg hier. Ich muss... Ja, wie muss ich eigentlich fahren? Der Straße da vor mir einfach entlang. Und dann so leicht nach links. Ja, das wird bestimmt schief gehen. So, Schiffswrack, irgendwo hier. Also dieser Navcomputer, der sollte leicht zu finden sein. Ja? Du musst nur durch das Labyrinth aus Gängen, über uralte Trümmer klettern und hoffen, dass das Ganze nicht einstürzt. Ah. Okay. Also. Und mich raten, da irgendwo so rauf. Hier rein? Hey, ich glaube, ich bin in einer Art Tunnel. Darüber kommst du zum Platz. Autsch. Wie war das gerade eben? Darüber kommst du zum Wrack. Der einzige Weg hindurch ist dieser Gleitermod. Also effektiv hier mit unserem kleinen Tool hier durchrauschen. Ups, ist gerade ein bisschen zu schnell. Ich bin mir überlegen, ob ich nicht doch mal so einen V-Shade-Mod ausprobiere, dass da mit dem Licht ein bisschen besser wird. Weil ich muss sagen, ganz so happy bin ich mit den Lichtsettings hier nicht. Oh. Ich glaube, wir sind da. Machen wir kurz einen Scan. Keine Gutes. Wacker, ich bin da. Was jetzt? Also gut. Installier den Energiekern und bearbeite ihn mit deinem Ionenblaster-Modul. Damit sollte die Tür einfach aufgehen. Der Kern kommt wohl hierhin? Schalten wir den Kern ein. Nee, warte mal. Das ist... Das hat gut funktioniert. Ach so. Ich bin doof. Er hatte recht. Oh, wow. Das sieht geil aus. Beeindruckend, oder? Diese Kreuzer der Hohen Republik waren schon was ganz Besonderes. Allerdings. Der sollte auf der Brücke sein. Viel Glück. Moment, da muss ich ein Foto machen. Weil das sieht ja mal richtig geil aus. Auch wenn man es auf die Farbe eh nicht so gut sieht. Trotzdem. Von der Hohen Republik. Okay, das gibt mir 1 plus fürs Setting. Ob da wohl noch so alte Druiden oder sowas hier drin sind, die mir Stress machen nach all der Zeit? Wird doch bestimmt nicht einfach nur so reinlaufen sein. Andererseits wird es auch schon viele Schmuggler gegeben haben, die hier drin gewesen sind. Ah, Leiter. Man muss sich eigentlich vorstellen, wie viel Schrott hier rumliegt. Damit ich das nicht wiederverwenden will.
Wo genau geht's jetzt weiter? Ach da. I guess. Okay, das haben sie geil integriert. Die zwei neue nicht gesehen. Ja, runter? Hallo? Runter? Danke. Ach da. Wie läuft's? Naja, ein Hyperantrieb braucht nicht wirklich einen NAV-Computer, um zu funktionieren, oder? Wenn es dir nichts ausmacht, in einem schwarzen Loch zu enden, nein. Toll. Ich nehme an, zur Brücke ist es noch ein ganzes Stück. Hey, wenn es einfach wäre, wäre der Computer längst weg. Ja gut, wie schwer kann es sein? Sag mal hier. Naja, alles mitnehmen. Das muss ein Triebwerk gewesen ist. Knapp. Das Ding ist riesig. Wie soll ich rausfinden, wo die Brücke ist? Ja, ich... Im Zweifel erstmal ganz nach vorne gehen. Ich meine... Oh. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich beneide diese Szeneriebauer. Das Ding fällt total auseinander. Warum glaubst du, haben wir aufgehört, es auszuschlachten? Niemand dachte, dass sich das Risiko lohnt. Außer dir. Es ist ein kalkulierbares Risiko. Und ich kann gut rechnen. Ja. So, rüber da. Ach da. Oh, bitte mach nichts Horrormäßiges. Moment, was war das? Behälter. Da ist auch noch etwas. Durastahl. Hundertpro kriege ich da noch irgendwo einen Jumpscare. So, wie komme ich da rüber? Ach, da. Achso. Ich gehe dort auf. Also rein so vom Setting her ist das bis jetzt am geilsten. Hammer. Das ist aber der Sack. Oh. Nicht? Aber, ah, wir haben zwei von denen. Spiel. Bin ich eingestellt auf Horrorspiel. Wow. Krass. War das der Schiffsreaktor? Krass, krass, krass. Ich denke, vielleicht wie viele Leute da draufgegangen sind, dass das Ding abgestürzt ist. Wie komme ich... Ah, warte mal, da kann ich klettern. Ja, geh rauf. Keinen Abflug machen. Dankeschön.
Gut. Komm mal hier. Ne, wir haben nichts. Okay, einmal da rüber. Danke. Oh oh. Nein, nein, nein! Nein! Echt jetzt? Das war doch gar nicht so weit. Oh, danke. Oh, ich hab was übersehen. Komm, spring da rüber. Dankeschön. Nein, nein, nein! Warum hast du... Ruhig bleiben, Bravura. Alles wird gut. Okay. Da. Oh, oh, oh. Wow, danke. So, jetzt sollte nichts mehr schief gehen. Und rauf. Sehr gut. Keine Goodies mehr. Ich hoffe mal, der Rückweg ist dann eine Abkürzung. Ach, wie es aussieht, ist der Weg. Was? Zur Brücke versperrt. Hm, vielleicht, wenn wir den Reaktor anwerfen. Du meinst, dass das Riesending noch funktioniert? Hm. Ich weiß ja nicht. All die galaktische Credits. Ja, also ich weiß nicht. Ich meine, das sieht nur einigermaßen intakt aus. Warte mal hier. Quadanium. Was? Ah. An der Stelle wäre heute ein Laserschwert ziemlich praktisch. Baka, ich muss das Schiff irgendwie mit Energie versorgen. Ich glaube, ich bin irgendwo am Reaktor. Das ist wohl die beste Möglichkeit. Du musst ihn vermutlich schrittweise aktivieren, von unten nach oben. Wenn er überhaupt noch funktioniert. Und der fliegt uns nicht um die Ohren? Na gut, das wärmt ihn schon mal vor. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Vor allem ein Riesenreaktor nur für das eine kleine Tür da. Oh, I see. Okay, der Reaktor läuft. Mal sehen, ob wir den Rest des Schiffes hochfahren können. Oh, fuck. Gut, ich glaube, wir müssen da hochklettern. Und dabei hoffentlich die Finger nicht einklemmen. Okay, das war ja easy. Hey, ich glaube, das hat funktioniert. Sollten wir in den Kontrollraum gelangen. Nichts gebrochen, hoffe ich. Oh, glaub mir, das würdest du merken, wenn du was gebrochen hättest. Oh, nee. Ich persönlich würde dir einen Lift nicht vertrauen. Vor allem, wenn er so ewig lang rumsteht. Goodies.
Eis. Wacker, ich glaube, ich bin gleich da. Das ist toll. Ja. Geht's dir gut? Irgendwas stimmt nicht. Hä? Oh, ja. Ich repariere nur die Bahnbrecher. Beeil dich, ja? Was haben wir hier? Daten übertragen. Was ist das? Okay. Ah. Ich habe es geschafft. Ich habe da jetzt im dritten Monat auf dem Castellan und ich kann jetzt kaum glauben, dass ich hier bin. Wartungspersonal darf für gewöhnlich die Brücke nicht betreten, aber ich hatte die Gelegenheit, hier heraufzukommen, weil ich eine Konsole austauschen musste. Die Aussicht ist atemberaubend. Mir wurde gesagt, dass wir vielleicht sogar einen Zwischenstopp auf der Starlight-Station einlegen. Nicht schlecht für einen kleinen Techniker von Pastoria. Ziemlich alt. Kriege ich von euch Elektroschocks? Schnell rüber. Gleicher Ort wie vorher. Erstmal gucken. Was ist das hier? Sind das so die Escape-Pods hier? Was können wir hier? Daten übertragen wieder. Es sieht schlecht aus. Wir wurden aus dem Nichts von einer Flotte Nihil-Schiffe angegriffen. Und die Castellan verliert schnell an Treibstoff. Wir konnten den Hyperraum springen, aber ich habe keine Ahnung, wohin wir fliegen. Alle Passagiere sind auf dem Weg zu den Fluchtkapseln. Ich hoffe nur, das Schiff hält lang genug durch, dass sie es hinausschaffen. So ein Angriff. Ja gut, was sonst? Irgendwie muss man doch den Lift rufen können. Wollen wir nicht vielleicht die Treppe nutzen? Warte mal, vielleicht ein anderer Mod? Gut, das macht genau das Gegenteil von dem, was ich wollte. Der Turbolift läuft auch. Sieht sicher aus. Vielleicht. Absolut nicht. Und jetzt? Warte mal. Möchtest du hier wieder mal nach oben fahren? Ah, okay. Mehrfach. Hoffentlich lohnt sich das. Das würde ich mal hoffen. Ah, hier rüber. Dankeschön. Meint ihr, das Imperium könnte jetzt vielleicht auftauchen, weil sie jetzt hier eine starke Energiesignatur sehen? Nein! Jetzt wird's ernst. Ist ja genau das gleiche wie das neue Windtunnel da. Gut. Nö, ich warte, bis ihr wieder reingeht. Södele. Voilà. Alles gut. Okay. Naja, nicht ganz.
Ah, hinter der Tür wird es vermutlich sein, oder? Yes! Baka, ich bin da. Die Brücke. Hm? Oh, ja, perfekt. Der NAV-Computer ist in der Konsole. Aha. Was stimmt mit ihm nicht? Ich krieg das nicht auf. Braucht wohl eine Autorisierung. Nach all der Zeit. Alles klar. Autorisierung gewährt. Jetzt muss ich nur noch den NAV-Computer schnappen und... Ich hab's doch gewusst. Die sind von Serik Bash. Wie haben die uns gefunden? Ja, keine Ahnung. Ich hab das ganze Ding hier angemacht. Stimmt die nicht, nix. Nehmen wir uns das Ding und verschwinden. Sofort. Das sieht aus wie ein NAV-Computer. Sei nicht sauer, Kay. Ich meine, ich wusste, was sie braucht. Sie hat viel durchgemacht. Ich habe sie repariert. Du willst mich töten für ein Schiff? Nein. Für die Bahnbrecher. Serik Bash wollte dich lebendig. Aber das ist mir zu riskant. Sehe ich auch so. Bail, oder? Falls es ums Liros Schiff oder die Rebellen geht, das ist alles nur ein Missverständnis. Mir egal. Ach, hörst du doch zumindest mal an. Express hier raus. Klar, komm. Oh, oh. Hört mal, ihr habt die falsche. Oh, Serik Bash hat uns gefunden. Das ist nicht gut. Oh, na los doch. Wohin? Ach, da lang. Genug. Ergib dich einfach. Wer bist du? Lauf. Ich sagte, lauf. Wessen Droide war das? Nein, nein, wir müssen hier raus, Nix. Lauf weiter. Die ja, ganz schnell. Irgendwo hin, falls das Schiff überhaupt da ist. Ja, ich sehe nichts. Oh. Diese scheiß Lichteinstellung. Bereit, Nix? So, geh weg da. Oh, so kann es nicht weitergehen. Von jetzt an gibt es nur noch dich und mich, Nix. So wie es sein sollte. Und jetzt gleich mal, es wird einen groben Schnitt geben für die nächste Episode. Das spielen wir jetzt durch. Wobei... Oh, was, wenn dieser Droide noch ein Jäger ist, der hinter meinem Kopfgeld her ist? Ist das so hoch? Wegen eines gestohlenen Schiffs? Ja, gut. Hat uns fast gekriegt. Wir müssen das Todesmal loswerden. Und zwar schnell. Ja, ich glaube, das wird nicht so schnell gehen. Okay, also Verfolgung ist jetzt fertig. Die Aktion da im Schiff war jetzt mal richtig geil. Wobei, es macht irgendwie... Ja gut, ich wollte gerade sagen, es macht nicht so viel Sinn, dass uns Serik Bash jetzt da drin gefunden hat. Ich meine, wir wurden jetzt ja betrogen.
Von daher. Aber ich dachte halt wirklich, unser kleiner Mechaniker wäre auf der guten Seite. Das tut mir jetzt gerade ein bisschen weh. Aber vielleicht kriegen wir jetzt dann den Druiden. Den habe ich in den diversen Trailer ja schon gesehen. Aber was ist seine Motivation? Eventuell werden wir das in der nächsten Episode herausfinden. Wenn es euch gefallen hat, bleibt dran. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.